Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Wir sind jetzt schon, ich glaube, 6 Stunden, circa 4 Stunden, 4,5, 5, ich weiß nicht. Jedenfalls schon sehr lange in einer Stückpartie, die es einem natürlich dann schwer macht, sich noch zu konzentrieren. Ich habe einen Fehler begangen, habe meinen Rückzug von der Belagerung dieser Stadt nicht früh genug angefangen, aber meine Freunde hier unten schlagen jetzt die Schlacht zu Ende, gegen die ich sie gebraucht hätte, weil sie vorhin nichts gemacht haben. Dementsprechend sind meine Lager natürlich ausgedünnt und ich kann am weiteren Kriegsverlauf momentan nicht mehr teilnehmen. Ich habe einen starken Ratsverwalter verloren, muss mich jetzt um eine, ja, sagen wir so, bessere meine bessere Ärztin kümmern, die natürlich auch wieder kostet und den weiteren Ausbau. Aber ich schaue mir das an, die 300 sollten hier... Sind die noch aus? Belagern das nicht? Wahrscheinlich nicht ausreicht, oder? Garnison? Naja. Er wird direkt weitergekämpft. Und dann... Herzogin von Augsburg. Dame hier. Ah, das ist die junge Frohnatur, bescheiden, großzügig und ehrlich. Ja, die Werte sind auch eher bescheiden. Das freut uns natürlich, werte Dame. Oha, habe gerade gemerkt, da hat sich jemand bei der Null verklickt. Was? Aber einfach so. War sie gemutet? Nicht gemutet, haben nicht gehört, was du gesagt hast. Naja. Ich habe gesagt, ich habe das Erbenproblem bei mir gelöst. Echt? Ja. Inwiefern? Ich habe den zweiten Bengel enterbt. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Gott sei Dank. Habe ich auch, habe ich auch. Und den, der dritte wurde erschlagen und ich habe jetzt nur noch einen. Und der hat keine Frau mehr, weil seine Frau eine blöde... Ne? Könnte die einkerkern. Kerkere meine Frau ein. Gräfin Uta von München. Die hat sich allzu hoch geschlafen. Das dumme kleine Miststück. Und sie ist schon wieder aufs Land gezogen. Ja, endlich weg. Jedenfalls, ich habe auch nur noch einen Erben. Wollte ich damit sagen. Das ist ausgezeichnet. Wir wollen die Bauern schon wieder revoltieren. Ich gebe ihnen nicht revoltieren. Maul kriegen sie welche. So, aber hier ist eine stattliche... Also eine Maximalarmee von 5400 jetzt. Wow. Das ist mehr als nur beeindruckend. Das ist schon okay. Damit können wir arbeiten. In Zukunft. Und ich versuche schon wieder den König von Bayern zu ermorden. Nur by the way, weil seine Erbin ist sein Kind, seine Prinzessin. Erst habe ich überlegt, ob ich die Prinzessin töte, aber die ist 2 Jahre alt. Sowas machen wir nicht, sowas Bestialisches. Ach so, ah, da habe ich anderes gehört, natürlich. Wir ermorden natürlich keine Kinder. Aber wenn ich ihn hier abmurkse, dann würde sie quasi die Erbin werden und sie wäre dann schwach. König von Bayern meinst du, oder was? Ja, ja. König Theobert. Ja, cool, der ist auch erst 22. Da musst du dich beeilen. Ja. Seine noch sehr junge Frau wird ihm Kinder schenken, meinst du? Ne? Wird ihm viele Kinder schenken. Ne? Was ist, wenn wir seine Frau ermorden? Aber er hat noch einen Bruder. Ne? Königreich von Italien, das ist ein Bruder. Ja, ja, ob das dann alles an Italien fällt? Ich weiß es nicht. Wie sind denn da die... Ja, Oder an Prinz Munderik wird das dann fallen, oder? Ja, aber der Bruder ist ja eigentlich eingekerkert, ne? Der kann nicht mal herrschen. Du brauchst eigentlich brauchst du doch ein schwaches Ostfrankenreich, oder nicht? Ja, ich bin doch aber, das ist mein Vasall. Der schützt mich doch. Ja, aber eigentlich brauchst du doch ein schwaches Frankenreich, oder nicht? Damit du unabhängig werden kannst, oder nicht?
Also sagen wir so, der und schwach 3000 hat er. Ja, ich bin jetzt bei 1800 voller Mannstärke. Ich bin mit meinem Herzogtum durchaus zufrieden. Ich sie so halten kann, das ist kein Problem. Aber natürlich, mir werden mehr Domänen lieber. Das Problem ist, was ist der nächste Schritt für mein Herzogtum? Ja, unabhängig, ne? Na, eigentlich ein zweites Herzogtum. Oder ein zweites, ja, das würde auch noch gehen. Dass ich mehrere Herzogtumtitel erhalte, zum Beispiel die Grafschaft von Augsburg, da hatte ich einen Anspruch drauf. Glaube ich. Könnte ihr Augsburg abluchsen? Theoretisch. Der Dame hier, die ziemlich viel von mir hält tatsächlich, aber sie hat einen unangenehmen Ehepartner. Was wäre, wenn ich den Ehepartner vom den Herzog Frotari von Thüringen erledige und die Herzogin Helika von Augsburg eheliche? Dann müsste... Dann würde das funktionieren vielleicht. Das ist aber schon komplex. Soll ich dich einkerkern? Was ist denn los mit euch? Preußisch, sie ist preußisch. Ja, einkerkern. Alles was preußisch ist, ist schlecht. Oh ja, schau, Bayern hat wieder sehr viel verloren. Königreich Italien hat sich alles wieder zurückerobert. Wahrscheinlich einfach nur die Vasallen wieder an sich gebunden. Das ist mein Vasall, okay. Was hat der denn für eine Beziehung? Was hast du überhaupt gemacht? Ich habe gerade jemanden eingekerkert. Ich weiß aber nicht, was ihre Unzüchtige. Achso. War das nicht deine Ehefrau? Was? Nee, das ist nicht meine Ehefrau. Das ist ja irgendjemand, den ich gar nicht kenne. Die ist halt unzüchtig, weil sie bisexuell ist. Aber ich habe da jetzt nichts gegen. Also ist mir jetzt eigentlich, ich will nächstes Mal in den Hausarrest kommen, ja. Zu Hause kann sie, muss sie nicht im Kerker dafür sparen, wir sind ja keine Bestien, ne? Wir haben zwar kurz überlegt, die kleine bayerische Prinzessin im Alter von 2 zu ermorden, aber wir sind keine Bestien. nur ganz kurz. Was? Der Bosnier ist dem Krieg beigetreten. Banjum Braslavic von Bosnien ist dem Krieg beigetreten. Unserer Saf-Gegner. Ja, der Krieg ist gleich verloren. Gut, aber Bosnien ist jetzt auch nicht so groß. Ja, nein, aber die Heeresführung von Österreich und von Thüringen ist lächerlich. Da kann ich nichts zu sagen. Wir haben noch 1500 Truppen und 1200 sind von mir, die sich gerade wieder vorbereiten. Ja. Dass die auch alle miteinander verbündet sein müssen, ne? Das ist so lächerlich. Richtig lächerlich. Der hat aber auch noch das. Ich warte, bis er tot ist. Ich warte, bis der Häuptling von Stettin tot ist und dann werde ich ihn angreifen.
52. Man muss da drauf gehen. Ja, verloren. Krieg ist verloren. Okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich frage mich, warum sie im Krieg. Oh, man kann nur einmal im Leben einen Unterwerfungskrieg führen. Wie meinst du? Ja, ich habe ja Preußen unterworfen. Man kann Ja. Nur einmal pro Leben quasi. Ja, dann nimmt man halt den Nachfolger. Ja, klar, aber ich wollte jetzt gerade Krakau noch unterwerfen, aber geht nicht. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, aber ich könnte trotzdem Velun erobern. Der Niederlage. Naja. Gut gegen München, den Krieg. Bündnis ungültig, der ist gestorben, okay. Irgendwie sind die alle viel zu viel geschützt hier. Ja, gebe ich dir absolut recht. Warum muss gerade. Man müsste genau sehen können, was denn die Domänen sind des Königs, ohne sich durchzuklicken. Oh, das war, glaube ich. Kann man das nicht? Ja, wenn ich Königreich von Ostfranken klicke, da hält ja auch 5 Domänen. Ne? Frage ist halt welche. Ich glaube, Falkenstein, Fronthausen, das gehört ihm. Ingolstadt und Regensburg. Okay. Also, der König Arnulf hält nur die Gebiete im Osten. Tatsächlich. Die fast direkt an mich angrenzt. Mit dem hier. Ich bin mal kurz in der Küche. Komm gleich wieder. Jo. Ja, seht schon, es ist äußerst verzwickt. Sieht das denn aus mit St. Gallen? Dann habe ich immer noch das Problem des Bischofs und hier immer noch das Problem der Bündnisse. Nur mit Zürich hier. Schwierig. Interessant für Tirol wäre natürlich das. Oder Krieg gegen Teile von Bayern. Das Herzogtum von Kärnten ist bayerisch. Eine Frechheit. Aber ihr seht gleich, wie es ist. Man bekommt dann sofort Stress mit allen. Innerhalb der Vasallengefilde kein Problem, Eroberungskriege zu führen. Aber sobald ich hier zum Beispiel Trento angreifen würde, dann hätte ich sofort Stress mit Friuli und dann mit das Königreich Italien. Das ist das Problem. Wobei, die sind nicht verbündet. Dann sollte das vielleicht sogar funktionieren. Das könnte man mal probieren. Wäre ein leichter Schnack. Naja, ich glaube, wir haben den Rat jetzt wieder aufgebaut. Und tatsächlich leben meine Leute hier extrem lange. 62 Jahre führt er das. Ja, das ist Renz. Herzog.
Ja, so. Da bin ich wieder. 57 Jahre. Willkommen zurück. Danke, danke. Boah, er lädt mich schon wieder einsam fest. Ja, komm. Mein Sohn ist unnütz, den können Sie behalten. Was? 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 Ja, mein Sohn, der unnütze Sohn hier, der nichts kann, den ich enterbt habe, den wollten Sie für 25 Gold wollten Sie auslösen. Das interessiert doch nicht. Das ist doch komplett irrelevant. Das war ein herzloser Barbar. Eine eigene Familie. Ist ungeeignet. Soll im Kerker verrotten. Warum hat er sich gefangen lassen? Nicht mal als Ritter ist er zu gebrauchen. Das ist mein Sohn und Erbe. Mein Sohn und Erbe darf nicht kämpfen. Mein Gott, der hat die ganze Zeit gekämpft. Der hätte ganz schön schlimm ins Auge gehen können. Ja. Aber dafür muss der andere. Ja, der andere soll kämpfen. Er ist gezwungen zu kämpfen. So. Hab die Kindererziehung vernachlässigt, sträflich. Ich auch, muss ich sagen. Aber ich hab. Eigentlich habe ich noch keine richtigen eigenen Kinder gehabt, also ich habe noch keine Geburten gehabt. Alles, was ich übernommen habe, war schon geboren, quasi, weißt du? Ach so. Deswegen, also der erste König hatte ja schon die Kinder, so. Dann ist es jetzt der zweite König und der hat ja auch schon Kinder gehabt. Der Wunderkarl von Innsbruck kann gar nicht mehr unterrichtet werden. Wer ist denn der Vormund von dem? Ah, dem habe ich die Grafschaft von München gegeben. Ach so, ja, da war was. Jetzt mit 15 ist er schon Graf von München. Ja, wenn alles gut geht, wird Prinzessin Bertrada von Bayern mit 3 oder 4 oder 5 Jahren Königin von Bayern. Schalke, was machst du denn schon wieder? Sturm, scheiße. Ja, ich versuche ein bisschen Weltpolitik aufzudröseln. Das geht ja nicht an, dass Bayern so groß und mächtig ist. Wahnsinn. Ja, man müsste Nord- und Ostbayern zerschlagen. Aber es ist so mächtig. Also groß ist Bayern ja eigentlich nicht mehr, ne? Also ja, aber mächtig. Aber Ostfrankenreich auch nicht so gut. Hat er Erben. Ah, leider. Hätte er meinen Sohn verheiraten sollen? Immer, immer verheiraten. Immer das Maximum rausholen. Und dann sterben lassen. Erst verheiraten und dann sterben lassen. Ja. So, aber Freunde der Nacht, wir werden jetzt Folgendes tun. Ich muss mich mal um Krakau kümmern. Weiter. Warum kann ich hier, wenn ich den keine Heirat arrangieren? Ich würde eine Heirat an deinem Hof arrangieren, glaube ich. Achso, hast du eine gute Frau für meinen Enkel? Ja, durchaus. Sie ist sogar lüstern, es würde viele Kinder geben. Sie ist aber 15. Das ist nicht gut. Müsste noch ein bisschen warten. Wer ist denn dein Enkel? Hadmar? Gundakar von Innsbruck, alleiniger Erbe. Nee, ich habe leider keine Tochter.
Richard von Innsbruck, was ist das? Au, oder was? Tatsächlich, woher kommt denn die? Enkelin. Grafschaft von Passau, der ist 57, das ist ja pervers, ist das pervers? Das arme Kind wird erstmal unterrichtet. Pervers, sag ich nur. Weißt du was, ich spare jetzt auf den weiteren Ausbau. 454, damit mein Silberbergwerk weiter ausgebaut wird. Wie macht er sich dann jetzt schon wieder verbündet, ey? Dein Bergwerk ausbauen, das finde ich gut. Mehr Geld kann nie schaden. Ja. Das Problem hier unten ist, die sind wirklich alle verbündet. Ich glaube, ich sollte mal. Ich werde mich jetzt mal um Zürich kümmern. Sündig, ich darf noch keinen Krieg erklären. Bin sündig. Ah, jetzt schauen wir mal. Warte doch mal, warte mal. Warte mal. Problem gelöst. Weil die zwei geheiratet haben. So ist das also. Wie machst du denn das mit... Was denn? Mit deinen Komplotten? Auf den Krater klicken, Rechtsklick. Ja schon, aber Mord. Ja, aber da steht dann 20%, 35%, wie? Ja, aber das dauert ja eine Zeit lang. Du musst ein bisschen Zeit lassen. Das dauert immer so ein paar Jährchen. Ja, 3 Jahre, dann, aber die Erfolg musst ist... Dann, musst dein Dings muss noch machen. Den Agenten da drauf schicken. Den Agenten noch dazu, also dass er quasi den Komplott unterstützt. Ja, aber das ist zu... Das und dann kannst du noch Agenten einladen. Achso, ja, aber das ist zu... Ach, komm, ich hab den bayerischen König ermordet, komm schon. Ja, du bist auch verrückt. Und du bist groß, du bist ein Herrscher von Großpolen. Aber nur Oberhäuptling, was ist das nächste Ziel hier? Ja, Königreich, aber dazu muss ich noch ein bisschen was erobern. Ach, du willst, warte. Ah, du musst nach unten gehen dann, ne? Ja. Oder du eroberst Pommern, dann bist du Königreich von Pommern. Ja, nee, wenn dann schon Polen. So, versuchen erstmal Krakau seine Truppen abzufangen. Das Problem ist, ich möchte nicht König von Bayern sein. Naja. Königreich Tirol gibt's glaube ich nicht, oder? Ja und? Deswegen wird es ein Problem sein. Also Bayern ist deine einzige Option, glaube ich. Aber du kannst, glaube ich, das Königreich dann umbenennen, auf jeden Fall. Habe ich ja mit Alba auch gehabt, als ich Schottland gespielt habe. Kannst du auf jeden Fall umbenennen, das Königreich. Sehr gut, ansonsten wäre das ja mega schlimm dann. Aber soll man sagen, alle lieben mich, aber ich kann nichts machen. Alle lieben mich und ich kann nichts machen, deswegen schicke ich euch oder hole ich euch dazu, sobald es etwas Neues zu berichten gibt aus dem Herzogtum Tirol. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis bald.